Unser Anfang und unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht ablässt das Werk seiner Hände. Guten Morgen. Mein Name ist Dagobert, ich stamme aus dem Nachbarort, bin verheiratet, habe 4 Kinder. Ja, und ihr kennt, die Studenten kennen vielleicht meine Tochter Tabea, die singt immer neben der anderen Supersängerin oder öfters. Und da habt ihr eine kleine Einordnung. Die Losung für heute, den 16. Mittwoch, den 16. September. Ehre den Herrn mit deinem Gut. Sprüche 3, Vers 9. Ehre den Herrn mit deinem Gut. Oder besser noch, ehre den Herrn mit deinem Erstling. Ein ganz wichtiges Wort, wenn man studiert zum Beispiel auch. Erstling. Und der Lehrtext steht in Lukas 6, Vers 35. Der war mir zu verkürzt in dem Buch. Liebt eure Feinde, erweist ihnen Gutes, leiht ihnen Geld, und macht euch keine Sorgen, weil sie es vielleicht nicht wiedergeben können werden. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie Kinder des Allerhöchsten oder Söhne des Höchsten. Denn er, als Erinnerung, warum wir so sind, denn er erweist auch den Undankbaren und den Bösen Gutes. Ein komischer Gott. In meiner Verteilaktion suche ich mir erst die Netten raus, aber Gott sagt, nee. Denn er erweist auch gegen Undankbar und Böse sein Gutes. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir danken dir für diesen neuen Tag, Mittwoch, 16. September. Und du schreibst Geschichte mit uns. Und du schreibst, wie dieser Tag verlaufen wird, wie du uns mitnehmen möchtest. Aber du schreibst auch, wie wir in diesem Tag sein sollen, durch dich, durch den Sohn des Höchsten, die Söhne des Höchsten. Amen. Ja, das ist ein bisschen also tatsächlich auch das Thema, leidet und liebet eure Feinde und leidet ohne zurückzuerwarten. Denn ihr seid Söhne des Höchsten. Wer macht so etwas? Leihen, ohne etwas zurückzuerwarten und seine Feinde zu lieben. Das können nur Söhne des Höchsten. Normalerweise kennen wir den Begriff Söhne des Höchsten eigentlich nur wegen dem eingeborenen Sohn Jesus Christus, den Gekreuzigten, der Sohn des Höchsten. Interessant, dass er selber, Jesus, dort sagt, ihr seid Söhne des Höchsten, woran erkennbar? Weil ihr leiht und liebt, ohne Erwartung. Wow. Leihen und lieben, ohne Erwartung. Die Söhne des Höchsten tun so etwas. Wow. Gerade wird ein Buch zusammengestellt von Reinhard Voss. Wir werden das hier bei uns verlegen, auch nach draußen binden lassen, aber hier bei uns verlegen. Doch werden Geschichten vielleicht von Söhnen des Höchsten, die Frauen sind natürlich eingeschlossen, von Söhnen des Höchsten, Beispielgeschichten, was Zeugnisse sagt man so im christlichen Bereich, werden dort gesammelt. Und auch ich wurde interviewt und öffentlich habe ich ein Gespräch geführt, weil ich das selber nicht verfassen konnte, ich war nicht der Typ dafür. Und so saßen wir hinten im Wintergarten, der Reinhard und ich, und er interviewte mich, wie ich zum Glauben kam, etc., etc., etc. Aber er guckte sich immer wieder ein wenig um und genierte sich, weil er dachte, ich würde mich genieren, weil vielleicht nicht alle meine Geschichten so gut sind oder so rühmlich sind. Und ich sagte zu ihm, Reinhard, wir können ganz normal sprechen. Ich habe keine Leichen im Keller. Du kannst gern zu mir nach Hause kommen. Du kannst gern meine Frau fragen, meine 4 Kinder fragen. Hast du gestern Geburtstag? Ja. Du kannst gerne meine Frau fragen, meine Kinder fragen, mein Haus angucken,
mein Leben durchforsten. Ich habe keine Leichen im Keller. Söhne des Höchsten haben keine Leichen im Keller. Leichen im Keller, wisst ihr noch, was das bedeutet? Bedeutet, ich verstecke etwas in der Dunkelheit. Oder ich trage meine Schulden selber. Das sind Leichen im Keller. Söhne des Höchsten haben keine Leichen im Keller. 2011 verstarb Steve Jobs mit 56 Jahren. Ich bin 58. Und er sagte, so sagt man in seinem Sterbebett, ich habe so viel Geld, ich kann mir einen Chauffeur leisten. Ich habe sogar Geld, um jemanden zu leisten, der mit meinem Geld Geld macht. Aber ich kann mir mit meinem Geld niemanden mieten, der meine Krankheiten und meine Schulden wegträgt. Als ich das gelesen habe, dachte ich an Jesaja 53. Er trug unsere Krankheit und nahm auf sich unsere Schmerzen. Er trug unsere Schulden. Jesus Christus, der Gekreuzigte, der Sohn des Höchsten. Der Sohn des Höchsten. Zum Abschluss. Stell dir vor, du würdest ein Mikrofon bekommen. Und mit diesem Mikrofon, du könntest durchsprechen und die ganze Welt würde dich hören. Und die ganze Welt würde sich in ihrer Sprache hören. Du hättest 2 Minuten 50 Sekunden. So war ursprünglich meine Andacht lang, als ich sie aufgezeichnet habe. Ich habe sie nachher getestet, es wurden dann schon 4 jetzt praktisch. Also stell dir vor, jemand kann dich hören, 2 Minuten 50 Sekunden. Die ganze Welt kann dich hören. Und jeder hört sich in seiner eigenen Sprache. Was würdest du ihnen erzählen? Oder, Abschluss, zweites, letztes. Stell dir vor, du kannst ein Buch schreiben, es wird für dich verlegt, kostet dich alles gar nichts. Du kriegst die eine Exemplar schon mal hingelegt und wenn du wieder nicht auf den Button drückst, wird dieses Buch auf der ganzen Welt auch ausgeliefert, verkauft, verteilt, wie immer. Wow, du schreibst ein Buch. Worüber schreibst du? Worüber schreiben Söhne des Höchsten Bücher? Amen. Bremen. Ab heute soll das OM-Schiff Logos Hope in Bremen für 4 Wochen sein. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Reise abgesagt werden. Beten Sie für die Besatzung des OM-Schiffes und für die weitere Planung der Schiffsrouten der Logos Hope. Vielleicht ist einer damit herzlich verbunden. Wir beten zusammen, Christus erbarme dich. Christus erbarme dich. Im Irak, christliches Dorf menschenleer. Durch die anhaltende Militäroperation und Luftangriffe der Türkei ist das christliche Dorf Sheranich in der Region Kurdistan verlassen worden. Die Christen sind teils schon mal vertrieben worden. Viele andere Dörfer wurden aufgrund der Angriffe evakuiert. Wir beten für unsere Geschwister, dass sie Mut fassen und Gott ihnen Sicherheit schenkt. Wir beten zusammen, Christus erbarme dich. Und zu guter Letzt beten wir für uns. Mitarbeiter sind hier massig verteilt. Ihr wisst das, ihr seid teilweise selber welche. Bewohner, Teilnehmer des Reha-Zentrums, Bewohner und Teilnehmer des Reha-Zentrums. Dann haben wir einzelne Wohngruppen hier in den Bereichen der Sozialtherapie und der überbetrieblichen Ausbildung. Dann haben wir noch Senioren im Werk. Wir beten, Christus, erbarme dich und stimmen gemeinsam in das eine Gebet, was der Herr uns gelehrt hat, ein. Vater, heilig werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Ich spreche so etwas ähnlich wie den aaronitischen Segen, wenn ihr möchtet, dürft ihr dazu aufkriegen. Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns. Der Herr sei uns gnädig. Des Herrn Angesicht leuchte auf unserem Gesicht, sodass die Söhne des Höchsten erkannt werden. Und er schenke uns seinen Frieden.